Das Lied heißt, mein Nachbar ist ein Depp. Sieben Milliarden Menschen gibt's. Es ist zum Warner. Die Auswahl, die war riesengroß. Kann man meinen, vielleicht ist es Gottes Strafe, weil ich die letzten Jahre wahrscheinlich nur sporadisch in der Kirche war. Doch ich hab doch nichts angestellt, ich war zunehmend nicht frech. Ich weiß nicht, ist es Absicht oder ist es einfach Pech? Denn von den 7 Milliarden Menschen, da sind bestimmt 6,99 nett. Doch ausgerechnet nehmen wir, da wohnt ein Depp. Mein Nachbar, mein Nachbar, mein Nachbar ist ein Depp. Mein Nachbar, ich mag ihn einfach nicht. Nicht alle! Mein Nachbar, mein Nachbar ist ein Depp. Mein Nachbar, ich mag ihn einfach nicht. Geil, ist ja gut, wenn man es mal sagen kann. Weil ich sehr gestresst bin, da hab ich es total gern. Auf Terrassen außen flacker und die Vögel zwitschern hören. Doch statt dem Rauschen in den Bäumen und dem schönen Vogelsang, da klingt außen kippen Nachbars Fenster schaurigster Gesang. Er muss als Kind nicht mickt worden sein und geschlagen worden jeden Tag. Es gibt sonst keine Erklärung, warum man an Phil Collins mag. Er sogar trotz Ohrenschützer, das ist nicht fair. Die Stimme in meinem Kopf sagt, Benzer, du brauchst dringend ein Gewehr. Mein Nachbar, ist ein Depp. Mein Nachbar, ich mag ihn einfach nicht. Seine Frau, die schreit den ganzen Tag nach dem Hunti, Hunti, Hunti. Bei der Stimme, da wundert's mich, dass der Hunti noch heimkommt. Wenn sie kocht, dann kocht sie aber ohne Happy End. Weil ihr sogar im Thermomix das Wasser noch anbrennt. Sei Bub war gern ein Stuntman, war in einem Actionfilm. Drum steht er jetzt am Hausdach um und glaubt, er kann fliehen. Doch war er ein guter Stuntman, dann hätte er sicher gewusst, dass die frisch pflasterte Hofeinfahrt kein Trampolin nicht ist. Mein Nachbar ist ein Depp. Mein Nachbar, ich mag ihn einfach nicht. Egal wo ich auch hingeh, ich zeug das magisch an. Egal wo ich mich hinsitz, der Depp sitzt neben dran. Im Kino ist der Chipsraschler mit seinen blöden Kommentaren. Und beim Doktor im Wartezimmer bearbeitet mich seit 1,5 Stunden ungefragt der Hämorrhoidenkarre. In der Sauna sitze ich grundsätzlich nicht mehr dem, der am meisten schwitzt. Er ist zwar pleite, doch für mich, da hat er die besten Aktientipps. Der einzige Platz, wo wir noch hingekommen, das ist das Kabarett. Denn da sind wirklich ausnahmslos alle Menschen nett.